Leider kenne ich die, den leider auch nicht. Mal gucken, was er kann. Wow, okay. Hä? Okay. Der ist verdammt schnell. Und der... Oh, der kriegt aber sehr wenig Schaden. Das macht mir ein bisschen Sorge. Okay, er springt hin und her. Er macht seine komischen Dinger da. Dann springt nachher das. Okay. Oh, okay, das geht ja so. Oh, ne, jetzt macht er was anderes. Oh, was macht er? Jetzt macht er was anderes. Wenn er das am Anfang noch nicht machen würde, dann wäre das kein Problem. Das da genau, dieses nach unten kommen und dann da Naturkatastrophe verursachen. So, wo starten wir denn? Direkt bei ihm. Okay, gut. Gut, also am Anfang war der mir ein bisschen komisch, aber hinterher ging es ein bisschen. Oh. Ah, oh, was macht der da? What's... Was ist das jetzt? Wow! Der kann uns one-hitten! Ach du Scheiße. Oh, das ist unfair. Okay, ich glaube, der ist schwerer, als ich gedacht habe. Okay, der ist, glaube ich, richtig übel. Okay. Muss nur aufpassen, wenn er seinen Super-Move macht, den er jederzeit irgendwie einsetzen kann. So, okay. Au, au. Au. Ich glaube, hier aufladen bringt ja nicht so wirklich viel, weil er einfach zu flink ist. Aber das macht auch nicht wirklich Schaden. Au. Oh, das ist ja übel. Ich habe Gott sei Dank noch zwei Energietanks. Ja, okay, da werde ich, auf jeden Fall nicht mit dem Buster machen. Das wäre dann noch zu blöde. Ich habe noch was anderes vor heute. Gut, suchen wir seine Schwachstelle raus. Wenn er doch hoffentlich eine hat. Also, ich denke mal, die Molone wird es nicht sein. Nee, sah nicht danach aus. Boah. Versuchen wir den Hadouken. Wenn ich mal eben aufladen könnte und dann... Ja, der ist schon... Ja, okay, der ist aufgeladen. Also so toll war der dafür auch nicht. Feuer habe ich nicht gesehen. Nee, ist auch nicht so dolle. Die Kugeln, na, auch nicht so. Gut, das haben wir die Hälfte ausprobiert. Ja, wir können ja hier endlos sterben. Das ist der einzige Vorteil hier. Das ist ja ganz angenehm. Gut, dann haben wir noch den Reflektor. Der ist ja noch einigermaßen ganz praktisch, wenn er irgendwelche Sachen macht, aber... Ne, die Granate ist auch blöd. Machen wir erstmal den Kick, den Laser will ich als letztes haben. Hör, was ist das denn? Wieso war das denn gerade? Oh nein, er hat mich wieder erwischt. Okay, dann sind wir wieder tot. Das mit dem Kick gerade was irgendwie komisch. Irgendwie kriegt er gar keinen Schaden, wenn ich das richtig gesehen habe. Das will ich nochmal sehen. Ey, wow, direkt am Anfang, wie unfair ist das denn? So. Ne, der kriegt gar keinen Schaden. Und der Laser? Ah, ist auch nicht besser. Oder? Ne, ist auch nicht besser. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem den Laser, weil der einfach so schön treffsicherer ist. Das ist ganz angenehm. Oh, ich sehe schon, da werde ich ein bisschen länger verbrauchen. Ui, 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 ui. Oh, der Laser ist leer. Oh Gott. Okay, wir müssen erstmal durchschauen, was er macht. Er ist unglaublich schnell, das ist das Problem. Ich glaube, er weiß selber nicht so richtig, was er da macht. Wenn ich dann da so rumfuchteln sehe, kann er gar nicht wissen. Na, solange er nicht da unten knallt und diese Feuerwelle macht, ist das kein Problem, glaube ich. Dann ist das noch... Ja, okay, kein Problem, ist gelogen, aber... Oh, oh, oh! Au. Au. Au, genau das ist richtig übel. Oh, ich pack den nicht. Ey, wenn er sich bewegt, sogar kann ich ihn gar nicht treffen. Wie unfair ist das denn? Oh! So, Beam ist alle. Wir auch gleich. Oh. Ah, ich glaube, hier muss ich schneiden, weil das, glaube ich, das dauert richtig lange. Oh! Ei, 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 ei. Aber ich glaube... Oh, der ist ja richtig unfair, dass er direkt am Anfang macht. Autsch. So, hep. Oh, ich habe keine Zeit zum Ausweichen, ist mir ehrlich. Ey. Ich... Wenn er diese Attacke von oben macht, ich weiß gar nicht, wie ich die ausweichen soll. Die kommt so schnell. Oh, unglaublich. Das können wir die ganze Zeit machen, meinetwegen. Boah, hat er mich ins Genick getreten, der kleine Mistkerl.
Und noch einmal. Oh, schöne Kerzen da, so diese Arena sieht ziemlich cool aus. Oh, wie soll ich das ausweichen? Au. Au. Ey, ich kann den kaum treffen, ohne dass ich selber getroffen werde. Toll, da war ich auch noch raus. Autsch. Ich glaube, ich muss einfach seine Bewegungen irgendwann durchschauen und dann... Boah, das ist übel. Das ist richtig übel. Das ist richtig übel. Ich muss irgendwie seine Bewegungen durchschauen. Keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber... Vielleicht soll ich wieder diese, den Satellite mit einbeziehen gleich. Nachher, nachdem ich hier meinen Laser verbraucht habe. Au. Ach Gott, ey. Oh, ist das übel. Schon wieder die Hälfte verloren. Au! So, hier einfach Zettel zwischendurch aktivieren und eben vom Feuerball zerstört werden. Oh, ist das übel. Ich krieg nicht mehr als die Hälfte von ihm ab. Das heißt, wenn ich zwei Energietanks theoretisch, in der Theorie, zwei Energietanks miteinander einsetzen würde, müsste ich ihn besiegen. Ah, dann, ich habe die Hälfte aber nur mit dem Laser hingekriegt. Ah, das wird schwierig. Ich habe Angst, die Energietanks einzusetzen, dann ist es trotzdem nicht zu schaffen, den Mist normal zu machen. Ich versuche es erstmal eine Weile so. Oh, falsche Richtung geschossen. Oh, jetzt treff doch mal, Mega Man. Ah! Au. Ah! Au. Ich will hier die volle Breitseite hier haben. Oh, oh. Oh. Mein Gott, ist das schlimm. Oh, das ist übel. Au. Fuck. Oh, ist das übel. Puh. Machen wir mal weiter. Oh, direkt am Anfang, wie nett. Zack. Oh. Wieso geht der denn das durch mir? Oh. Das sah irgendwie komisch aus. Oh. Oh, voll erwischt. Au. Oh. Wow. Oh. Oh. Oh komm, Energietank. So, jetzt oder alles oder nichts. Das sieht gut aus. Alles oder nichts. Hoffentlich nicht nichts. So, das muss jetzt klappen. Weser ein super Ding, macht mich jetzt alle. Oder macht das schon. Oh! Was? Der ist auch aufgeladen. Oder wieso ist der jetzt auch aufgeladen? Sehe ich das. Wieso ich das richtig? Wieso denn das jetzt? Und wieso kriege ich so viel Schaden? Was ist das jetzt? Kann mir das einer erklären? Hä? Was war das jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Habe ich irgendwie nicht... Hä? Okay, das muss ich mir in der Aufnahme nochmal anschauen. Mir selber nochmal anschauen. Das habe ich nämlich nicht ganz verstanden. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay. Wie gesagt, ich werde mir das jetzt gleich nochmal anschauen auf der Aufnahme. Aber für mich sah es so aus, als ich den Energietank benutzt hatte, war der auch irgendwie wieder voll aufgeladen und dann hat er irgendwie total viel Schaden kassiert. Puh, keine Ahnung, wie ich mir das erklären darf. Naja, okay. Naja, egal. Dazu, keine Ahnung, was das war. Was ich nochmal hinzufügen wollte zu meinem Resümee im vorigen Part oder wann das irgendwie war. Ich wollte unbedingt mal auf das Design der Figuren, diese einzelnen Gegner und Kämpfer mal hinweisen, das ich ziemlich cool fand. Also, nicht nur die Street Fighter-Figuren waren ziemlich cool designt, auch die Gegner waren eigentlich ziemlich, ja, ziemlich, nicht niedlich, aber sehr ins kleine Detail designt, was ich auch ziemlich cool fand. Und ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen, was mir aber jetzt spontan einfach nicht einfällt. Kann man das hier irgendwie wegdrücken? Nee, leider nicht. Gut, dann warten wir mal ein bisschen. War ja beim letzten Mal auch relativ schnell vorbeigegangen. Obwohl, nee, keine Lust zu warten. Ich schneide das einfach. So, ich habe einfach mal hier hingespult sozusagen. Und ich habe mir das gerade nochmal angeschaut. Und es war tatsächlich so.
Also kann mir da irgendjemand das dazu sagen, ob das ein Bug ist oder ob das normal ist? Das finde ich ein bisschen merkwürdig irgendwie, also... Muss ich ganz ehrlich sagen, verwundert mich ein bisschen. Aber egal, wir haben den Extra-Boss besiegt, egal wie, ist doch scheißegal. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns endgültig von Street Fighter Mega Man X. Das Spiel packe ich erstmal nicht mehr an. Bis bald.